Hallo alle zusammen. Sollen wir über andere Menschen Urteile fällen? Ich bin Jonathan und heute zeige ich dir, was die Bibel zu diesem Thema zu sagen hat. Wir kommen auf das Thema, weil es in Jakobus 4, Verse 11 bis 12 vorkommt, wo wir in dieser Vers-für-Vers-Bibelstudie heute sind. Außerdem werde ich heute aber ein bisschen mehr als sonst noch andere Passagen aus der Bibel uns zeigen, weil ich denke, dass das Thema wichtig ist und weil wir irgendwie ein volles Verständnis von dem Thema haben wollen. Was sagt die Bibel dazu? Sollen wir andere Menschen beurteilen? Ja oder nein? Und vor allem, in welcher Weise sollen wir das denn tun? Wir gehen jetzt mal direkt zu Jakobus 4, Vers 11 und 12 und fangen damit an, um so in die Diskussion reinzukommen. Redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verbergen vermag. Du aber, wer bist du, dass du den Nächsten richtest? Also hier ist die Aussage ziemlich klar. Erstens, wir sollen nicht schlecht übereinander reden. Ich glaube, das ist uns allen klar. Also genauso wie in Jakobus 3 werden wir hier wieder aufgefordert, darauf aufzupassen, was wir sagen. Wir müssen auf unsere Zunge aufpassen, insbesondere wenn wir über Brüder, also über andere Christen in dem Fall, reden. Wir können nicht schlecht über andere Menschen reden, das ist niemals in Ordnung. Dann geht es weiter und es steht da, wer über seinen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, der redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Und das ist ein bisschen schwieriger zu verstehen, was hier gemeint ist. Was bedeutet das genau? Wie richten wir über das Gesetz, wenn wir über einen anderen Bruder, über einen anderen Christen richten? Wie funktioniert das? Ich denke, wir verstehen das ganz gut, wenn wir uns anschauen, was bedeutet für Jakobus eigentlich das Gesetz. Wir haben Jakobus 1, Vers 52 und das ist das erste Mal aufgekommen, dieses Wort. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineinschaut und dabei geblieben ist, geht der Vers weiter. Hier wird uns nicht so wirklich gesagt, was das Gesetz ist, aber wir sehen die Verbindung, das Gesetz der Freiheit. Das heißt, dieses Gesetz ist irgendwie ein Gesetz, das uns frei macht. Es geht wahrscheinlich, also es geht sehr sicher nicht um das mosaische Gesetz hier und genauso, denke ich, geht es auch in Jakobus 4 nicht um das mosaische Gesetz. Das nächste, wo das Gesetz in Jakobus aufkommt, ist in Jakobus 2. Das sind so die Verse 8 bis 13. Und hier steht, wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Also die ganze Aussage von der Passage ist, das ist das Zentrum des Gesetzes. Das ist das Zentrum vom mosaischen Gesetz, aber es ist auch das Zentrum von dem Gesetz, dem wir als Christen nachfolgen sollen. Also das königliche Gesetz, das Wichtigste, das Zentrum von diesem Gesetz, das ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. In Vers 13 steht dann auch, oder in Vers 12 steht wieder der Zusammenhang mit dem Gesetz der Freiheit. Also es ist immer noch dieselbe Passage, wo er über dasselbe Thema redet. Und dann schreibt Jakobus, redet so und handelt wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Das heißt, dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist der Kern vom Gesetz. Das Gesetz ist das Gesetz der Freiheit und genau dasselbe meint es in Jakobus 4 sehr wahrscheinlich auch. Die kondensierte Form davon sehen wir auch nochmal in Vers 13 von Jakobus 2. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Also die Idee ist, Barmherzigkeit wird dem widerfahren, der barmherzig ist, und dem nicht widerfahren, der nicht barmherzig ist. So, das heißt, worum geht es Jakobus, wenn er vom Gesetz redet? Ich denke, Jakobus geht es um Liebe deinen Nächsten, sei barmherzig. Also die kondensierte Form vom Gesetz, die kondensierte Form von dem, was wir als Christen tun sollen. Und wenn wir das so verstehen, dann ist es ziemlich klar, was Vers 11 uns hier sagt und wie das funktioniert. Wenn wir über einen anderen Bruder schlecht reden, was machen wir denn damit? Wir sagen, okay, ich weiß, ich sollte diese Person lieben, ich weiß, ich sollte barmherzig zu der Person sein, aber ich mache das einfach nicht und rede schlecht über diese Person oder ich richte sie, ich fälle Urteile über die Person. Und was das im Endeffekt tut, ist, dass wir sagen, ich weiß es eigentlich besser als das Gesetz. Also ich kenne das Gesetz, ich weiß, ich soll diesen Menschen lieben und barmherzig mit ihm sein, aber
was manchmal bei uns passiert ist, wir denken, wir wissen es besser und in dieser Situation, wo wir gerade sind, da sollte man es dir mal richtig zeigen. Da sollte man mal richtig seine Meinung sagen und das würde jetzt der Situation helfen. Aber das ist nicht so. Und das Einzige, was wir damit tun, ist, dass wir uns über das Gesetz stellen. Und ich denke, das ist die Idee, die uns hier in Vers 11 mitgegeben wird. Wer schlecht über einen Bruder redet oder seinen Bruder richtet, der stellt sich selbst über das Gesetz, indem er nämlich etwas macht, das das Gesetz nicht erlaubt, indem er Nächstenliebe und Barmherzigkeit vergisst. Und das sollen wir natürlich offensichtlich nicht tun. Diese ganze Interpretation, die passt auch damit zusammen, dass es hier immer wieder über einen Bruder oder seinen Bruder heißt. Also irgendwie dieses Wort Bruder wird ganz oft wiederholt und das meint nicht nur männliche Geschwisterkinder, sondern es geht hier einfach um Mitchristen. Ja, also das Wort Bruder ist einfach eine familiäre Beziehung. Es geht um Geschwister im Herrn, es geht um andere Christen. Und wir sollten alle Menschen lieben, aber besonders zu anderen Christen sollten wir eine enge Beziehung haben, die von Liebe geprägt ist. Und das können wir irgendwie manchmal vergessen und schlecht über diese Leute reden. Das ist nicht okay. Vers 12 sagt uns dann, einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, dass du den Nächsten richtest? Okay, wer ist dieser eine Gesetzgeber und Richter? Naja, das ist Gott, offensichtlich. Oder Jesus, wenn man sieht, dass der Vater die ganze Gerichtsbarkeit seinem Sohn übergeben hat. So. Also dieser Gesetzgeber, dieser Richter, das ist Jesus. Und der rettet. Und der fällt die Urteile. Und wenn notwendig, ist der auch der, der Verderben schenkt und der Strafe bringt. Aber wer sind wir, dass wir den Nächsten richten? Und das ist wieder dieselbe Idee. Also wer sind wir, dass wir uns über das Gesetz aufstellen und sagen, ich weiß es eigentlich besser und ich bin jetzt der, der hier in dieser Situation ein Urteil fällen sollte. Wir stehen einfach nicht in der Position. Unsere Aufgabe ist es nicht, Urteile zu fällen. Unsere Aufgabe ist es nicht, andere Leute zu bewerten und zu entscheiden, ob sie gut genug oder nicht gut genug sind. Unsere Aufgabe ist es, Jesus diese Sachen zu überlassen. Und er wird sie tun, er wird sich darum kümmern. Es ist nicht unsere Aufgabe, andere Leute zu beurteilen und zu bewerten. Also das, was uns diese beiden Verse sagen. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, Fehler in anderen Christen zu finden. Und das ist auch eine Sache, die uns in mehreren anderen Bibelstellen begegnet. Jetzt gehen wir einfach ein paar andere Stellen durch, die noch über dasselbe Thema reden. Epheser 4, Verse 1 bis 2, da steht: Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Also was ist der Umgang, den wir zu anderen Menschen, besonders zu anderen Christen, haben sollten? Demut, wir sollten uns nicht größer machen, als wir sind. Das ist dieselbe Idee, wir sollten uns nicht über das Gesetz aufstellen, wir sollten uns nicht zum Richter erheben, wenn wir es gar nicht sind. Mit Sanftmut und Langmut, einander in Liebe ertragend. Fast alle Fehler in anderen Menschen, die wir bemerken, sollten wir einfach ertragen. Das heißt nicht, dass wir nie auf Fehler hinweisen, das heißt nie, dass wir Leuten kein entweder Feedback geben zu irgendwas, was sie vielleicht besser machen könnten, oder dass wir nie Probleme bei anderen Menschen ansprechen, wir werden es nachher noch sehen. Aber es bedeutet, bevor wir das tun, sollten wir uns fragen, ist das eine Sache, die ich einfach in Liebe ertragen kann und hinnehmen kann? Kann ich einfach sagen, okay, der andere hat hier einen Fehler gemacht und ich weiß das, aber ich ertrage das einfach und lasse es deswegen nicht zum Streit kommen. Und wenn das möglich ist, dann sollen wir das bevorzugen. Ich denke, das ist, wo Epheser 4, 1 bis 2 hier hin will. Es gibt noch einige andere Passagen, die uns sagen, dass wir nicht, insbesondere nicht urteilen, nicht richten sollen. Und so die Passage dazu ist Matthäus 7, Vers 1 bis 5. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das ist wahrscheinlich der am meisten zitierte Vers der Bibel. Man kann damit allen Christen sagen, hey, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Im Sinne von, lass mich einfach in Ruhe, ich will nichts von dir hören. Das ist natürlich offensichtlich nicht, was der Vers sagt. Aber gut, wir schauen uns jetzt mal die ganze Passage an und worum geht es denn hier wirklich? Was ist denn die Situation, in der wir nicht richten sollen und was bedeutet es denn eigentlich, nicht zu richten?
Was will uns denn Vers 1 sagen? Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Das ist dieselbe Idee wie in Jakobus 2, Verse 8 bis 13, die wir gerade gesehen haben, also eigentlich Vers 13. Wenn wir barmherzig sind, wird Gott uns barmherzig sein. Wenn wir über andere richten und streng sind, wird Gott über uns richten und streng sein. So, das heißt, wir sollten nicht mit anderen richten und streng sein, wo das nicht notwendig ist. Das ist nicht unsere Aufgabe. Und der Maßstab, mit dem wir richten, mit dem werden wir auch gerichtet werden. Und jetzt kommt eine Erklärung. In was für Situationen trifft das denn wirklich zu? Und hier sehen wir eigentlich in Versen 3 bis 5. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Also, was ist die Idee? Worum geht es eigentlich in Matthäus 7, 1 bis 5? Es geht darum, dass wir nicht andere Menschen auf ihre kleinen, winzigen Fehler hinweisen sollten, solange wir große Probleme in unserem eigenen Leben haben. Die Passage sagt nicht, ignoriere Fehler von anderen, sprich nie Leute auf etwas an, das sie nicht angesprochen haben möchten, sondern die Aussage der Passage ist, kümmere dich zuerst um dich selbst, bring zuerst dein eigenes Leben in Ordnung. Und dann richte, wenn du Urteile fällst in einem gewissen Sinne, also wenn du Leute auf ihre Fehler hinweist, dann tu das mit Liebe und mit Barmherzigkeit, damit Gott auch dir Barmherzigkeit zeigen wird. Das heißt, worum es hier in den 5 Versen eigentlich geht, ist, bevor wir andere auf ihre Probleme hinweisen, kümmern wir uns um unsere eigenen. Und ich glaube, wenn wir das alle machen würden, wären viele zwischenmenschliche Probleme ziemlich schnell aus der Welt geräumt. Bevor du zu jemandem hingehst und sagst, hey, ich denke, du hast da einen Fehler gemacht und ich will dir damit helfen, überleg mal, hast du selber einen Fehler gemacht? Und brauchst du selber vielleicht Hilfe? Oder gibt es selber etwas, was du verändern musst, bevor du den Fehler von deinem Mitmenschen oder von deinem Mitchristen ansprichst? Es gibt noch andere Passagen, wo drin steht, dass wir keine Urteile fällen sollen. Zum Beispiel die wahrscheinlich berühmte Passage Römer 14. Es gibt Dinge, wo wir als Christen verschiedene Meinungen haben können. Also die Dinge, die in Römer 14 genannt werden, sind, feiern wir am Sabbat den Ruhetag oder an einem anderen Tag? Oder essen wir Fleisch oder essen wir kein Fleisch? Oder essen wir dies oder essen wir das nicht? Oder trinken wir Alkohol oder trinken wir keinen Alkohol? So, es gibt Dinge, wo Christen verschiedene Meinungen haben können. Und in diesen Fragen, wo wir wissen, dass es verschiedene Meinungen geben kann, dürfen wir unsere Meinung nicht anderen aufzwingen. Und wir dürfen keine Urteile über sie fällen, wenn sie eine andere Meinung vertreten als wir. Das ist zusammengefasst in Römer 14, so in den ersten 4 Versen, da gehen wir jetzt mal hin. Den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Einer glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst Gemüse. Wer isst, verachtet den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, richtet den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn aufgenommen. Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. Und wir sehen, wir haben wieder dieselbe Idee, die wir schon in den anderen Passagen überall gesehen haben. So im Prinzip, und hier geht es aber um eine ganz bestimmte Situation. Hier ist die Situation, einer sagt, ich esse kein Fleisch, und damals ging es besonders darum, dass das Fleisch den Götzen geopfert war. Aber ich meine, dasselbe trifft heute zu. So, jemand sagt, ich esse kein Fleisch, und der wird hier schwach im Glauben genannt. Das ist kein Urteil über die Person, dass sie ein schlechter Christ ist, sondern es ist einfach nur der Name, den die Person jetzt in der Passage bekommt. Und hier steht, okay, diese schwache Person im Glauben, die sagt, ich esse aus Gründen von meinem Glauben kein Fleisch, ich esse Gemüse. Wie sollen wir auf diese Situation reagieren? Wie sollen wir reagieren, wenn zwei Leute nebeneinander stehen, zwei Christen, einer ist Vegetarier und der andere nicht? Und hier ist die Antwort. Wer isst, also der Nicht-Vegetarier, der Fleisch isst, verachtet den nicht, der isst. Wenn du Fleisch isst und keinen Gewissensgrund siehst, dass
das nicht zu tun und eine andere Person Vegetarier ist aus Gewissensgründen, dann verachte diesen Vegetarier nicht. Das ist dein Job. Wenn du auf der anderen Seite von der Frage stehst und sagst, ich esse aus Gewissensgründen kein Fleisch, dann bist du der, der nicht isst, und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Deine Aufgabe, wenn du Vegetarier bist, ist, andere Personen nicht dafür zu richten, dass sie keine Vegetarier sind. Das ist unser Umgang mit diesen Fragen. Und genau dasselbe, das wird dann Römer 14 noch ausführlich darlegen, dasselbe gilt, feiern wir am Sonntag oder am Samstag oder am, keine Ahnung, Montagvormittag um 5 Uhr Gottesdienst. Wir haben keine klare Ansage. Es gibt verschiedene Meinungen und wir müssen damit leben, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Und im Vers 4 sehen wir wieder die Idee, es steht dir gar nicht zu, diese Entscheidungen zu treffen, und es ist nicht deine Situation, es ist nicht dein Umstand, dass du ein Urteil treffen musst. Wer bist du, der den Hausknecht eines anderen richtest? Also, wer bist du, dass du einen anderen Christen richtest? Dieser andere Christ steht oder fällt dem eigenen Herrn, also Jesus. Diese andere Person, die eine andere Meinung hat als du, untersteht Christus. Und diese andere Person wird aufrecht gehalten, weil der Herr ihn aufrechterhalten wird. Wir haben wieder die Idee, es ist nicht unsere Aufgabe zu richten, es ist nicht unsere Aufgabe, Entscheidungen in solchen Fragen zu treffen, sondern wir gehen mit Liebe auf die andere Person zu, wir nehmen die andere Person an und wir überlassen die letztendliche Entscheidung und das letztendliche Urteil, überlassen wir Jesus. Das ist unsere Reaktion auf Meinungsverschiedenheiten. Aber es gibt wichtige Punkte, an denen wir in einem bestimmten Sinne Urteile fällen müssen. Und der wichtigste und deswegen auch erste Punkt, den ich dafür erkläre, ist, wenn andere Menschen offensichtlich in Sünde leben. Und dafür gibt es einige Passagen. Wir gehen zuerst mal nach Jesaja 5, Vers 20. Wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse, die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis, die Bitteres zu Süßem machen und Süßes zu Bitterem. Wir müssen als Christen in einem gewissen Sinne moralische Urteile fällen. Wir sollen nicht die anderen Menschen verurteilen und sozusagen Gericht über sie halten und sie für ihre Sünde bestrafen. Das ist Jesus' Aufgabe, das ist nicht unsere Aufgabe. Aber wenn Sünde passiert, die wir sehen, dann müssen wir uns bewusst sein, dass das so ist. Dafür müssen wir die Situation bewerten. Und wenn es Sünde ist, müssen wir das Böse böse nennen. Und natürlich, wenn eine Person einen, keine Ahnung, wenn es eine kleine Situation gibt und es, also ich sag mal, einen Ausrutscher gibt oder so, dann sind wir barmherzig und wir sehen einfach über Fehler hinweg. Und mit Matthäus 7 wissen wir auch, bevor wir anderen sagen, hey, du hast Sünde in deinem Leben, sollten wir uns überlegen, haben wir das eigentlich selber das Problem? Und die wahrscheinliche Antwort ist ja, weil jeder Mensch Probleme mit Sünde hat. Das ist einfach unser Leben als Christ. Aber trotz allem ist es notwendig, dass wir Sünde Sünde nennen und gutes Verhalten nennen. So, Sünde in anderen Menschen zu sehen und die andere Person in dieser Sünde zu bestätigen, ist nicht richtig. Und es ist auch nicht wahre Liebe. Also manchmal hört man, ihr Christen, ihr sollt doch andere Menschen lieben. Wie könnt ihr dann anderen Menschen sagen, dass sie Sünde in ihrem Leben haben? Wie könnt ihr anderen Menschen sagen, dass sie sündig sind? Eben weil wir die Person lieben und weil wir wollen, dass die Person darauf aufmerksam wird und zu Jesus umkehren kann. Unsere Liebe zu der Person sollte uns dazu bringen, dass wir sie auf Sünde hinweisen, um die Person dazu zu bringen, dass sie Buße tut und sich umkehrt zu Gott. Und das ist der Grund, warum wir andere Menschen auf Sünde hinweisen, um der anderen Person zu helfen. In den beiden Korintherbriefen sehen wir da eine quasi Situation, in der das genau angewandt ist. Und im 1. Korinther 5, 12 bis 13 steht Folgendes. Denn was habe ich zu richten, die draußen sind? Also die zu richten, die außerhalb der Gemeinde sind. Richtet ihr nicht, die drinnen sind? Die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Das ist am Ende von einer längeren Passage, wo es um eine Person geht, die lebt ganz offensichtlich in Sünde. Die weiß das, jeder in der Umgebung weiß das und die Person weigert sich umzukehren.
Und Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, die die Situation einfach hinnimmt und ignoriert, und schreibt ihnen, das ist nicht in Ordnung. Ihr dürft das nicht ignorieren, sondern ihr müsst Konsequenzen ziehen. Und die Konsequenz in diesem Falle war, die Person, die ein dauerhaft sündiges Leben führt, darauf hingewiesen wurde, wo es alle wissen, die muss, wenn die Person nicht umkehren will, aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Und das ist es, was es heißt, wenn in Vers 13 hier steht, die aber draußen sind, richtet Gott, aber tut den Bösen von euch selbst hinaus. So, das ist natürlich ein extremer Schritt und das ist natürlich nicht das, was wir machen sollten, wenn eine Person einmal in einer Situation einen Fehler macht. Okay, das ist die Antwort darauf, wenn eine Person dauerhaft in Sünde lebt und nicht von dieser Sünde umkehren will und nicht zeigt, dass sie willig ist, von dieser Sünde umzukehren. Wir müssen in solchen Situationen Konsequenzen ziehen und dafür ist es natürlich nötig, vorher die Situation mal angeschaut zu haben und ein Urteil über diese Person gefällt zu haben. Wir müssen in dieser Situation als Gemeinden oder als Christen in unserer Gemeinschaft in manchen Situationen Urteile über andere Personen fällen, weil diese Person in dauerhafter Sünde lebt und nicht umkehren will. Und in Extremsituationen müssen wir als Christen, als Gemeinschaft von Christen, Personen aus der Gemeinschaft ausschließen, die so leben. Nochmal, das ist eine Extremsituation. Das ist nicht das Erste, was wir tun, wenn jemand sündigt. Okay, und ich denke, das sollten uns die anderen Stellen urteilt nicht über andere klar gezeigt haben. Es ist nicht unser Platz, einen anderen zu verurteilen und zu bestrafen wegen Sünde. Aber es ist unser Platz als Gemeinschaft von Gläubigen, als Gemeinde, als Kirche, Konsequenzen zu ziehen, wenn Personen in dauerhafter Sünde leben und nicht davon umkehren wollen. Und im zweiten Korintherbrief sehen wir dann die Konsequenz, die das hat. Da geht es nämlich jetzt um dieselbe Person, eine Weile später, im zweiten Korinther. Und die Gemeinde in Korinth hat das getan, was Paulus ihnen gesagt hat zu tun. Sie hat die Person aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Aber jetzt ist etwas passiert. Und wir lesen mal, was das ist und was jetzt die Reaktion der Gemeinde sein sollte. Und die Korinther haben es wieder nicht richtig gemacht. Das heißt, wir sollen davon lernen. Wenn euch aber jemand traurig gemacht hat, so hat er nicht mich traurig gemacht, sondern zum Teil, damit ich nicht zu viel sage, euch alle. Dem Betreffenden genügt diese Strafe von den meisten der Gemeinde, sodass ihr im Gegenteil viel mehr vergeben und ermuntern solltet, damit der Betreffende nicht etwa durch allzu große Traurigkeit verschlungen wird. Darum ermahne ich euch, zu beschließen, ihm gegenüber Liebe zu üben. Die Person ist scheinbar umgekehrt. Und durch die Konsequenz, die die Gemeinde gezogen hat, hat die Person bemerkt, was für ein großes Problem ihre Sünde ist. Und es scheint, als ob die Person jetzt gesagt hat, okay, ich sehe meine Sünde ein und ich kehre um und ich will wieder zurück und ich will wieder in der Gemeinde aufgenommen werden und ich kehre von der Sünde um. Und was soll die Gemeinde als Antwort darauf tun? Ihr sollt im Gegenteil viel mehr vergeben und ermuntern, damit der Betreffende nicht durch allzu große Traurigkeit verschlungen wird. Darum ermahne ich euch zu beschließen, ihm gegenüber Liebe zu üben. Was das bedeutet ist, wir müssen als Gemeinde manchmal Konsequenzen treffen bei Sünde, wo eine Person nicht von umkehrt. Aber das Ziel, mit dem wir das tun, ist, dass wir erwarten, dass die Person umkehrt und quasi zu Sinnen kommt, von ihrer Sünde sich umkehrt und wieder zurück in die Gemeinschaft will. Und sobald die Person von ihrer Sünde umkehrt, müssen wir offene Arme haben und müssen wir Liebe haben und Barmherzigkeit haben und alles vergeben, was die Person getan hat und die Person wieder aufnehmen. Das heißt, der Grund, nochmal, der Grund, warum wir Sünde ansprechen, der Grund, warum wir in manchen Fällen als Gemeinde Urteile mit echten Konsequenzen treffen, ist, um die andere Person zur Umkehr zu bewegen und um der anderen Person zu helfen, Buße zu tun, von ihren Sünden umzukehren und zurück zu Gott zu kommen. Das ist unser Ziel und das müssen wir im Gedächtnis haben. Wenn wir so eine schwere Situation vor uns haben und wenn wir Urteile und Konsequenzen ziehen müssen wegen Sünde von einer anderen Person, dann immer, immer, immer mit dem Ziel, die Beziehung zu der Person wiederherzustellen, sobald es geht,
und immer mit dem Ziel, die andere Person zur Umkehr zu bewegen und immer mit der Gewissheit, dass es aus Liebe passiert und dass wir die Person wieder aufnehmen, sobald es möglich ist. Das muss unser Ziel sein. Aber trotzdem müssen wir Urteile fällen und Konsequenzen ziehen in schwierigen Situationen. Bis jetzt ging es um Sünde, die innerhalb der Gemeinde passiert. Also wenn wir als Gemeinde eine Person in unserer Mitte haben, die eindeutig sündig ist und nicht davon umkehrt. Das ist das, worum es bis jetzt ging im 1. Korinther und 2. Korinther. Aber was ist mit Nichtchristen? Was ist mit Sünde von Nichtchristen? Sollten wir die ansprechen oder sollten wir das einfach ignorieren? Erstens, unsere Reaktion auf die Sünde von Nichtchristen sieht offensichtlich anders aus als die Reaktion auf Sünde von Christen. Also 1. Korinther 5, Vers 13, den Vers, den wir schon mal gelesen haben, steht: Die aber draußen sind, richtet Gott. Und im Vers 12 steht: Denn was habe ich zu richten, die draußen sind? Das ist eine rhetorische Frage und die Antwort ist nix. Wir richten nicht über die Personen, die außerhalb der Gemeinde sind, denn das größte Urteil, das wir als Christen fällen können, ist, eine Person aus der Gemeinde auszuschließen. Das heißt, eine Person, die eh draußen ist, da haben wir überhaupt keine Macht drüber und es ist nicht unser Platz zu richten und wir sollten das nicht tun. Auf der anderen Seite können wir auch die Sünde von Nichtchristen nicht ignorieren. Das Evangelium, das wir predigen, sagt, jeder Mensch ist ein Sünder, Jesus nimmt die Sünde weg, glaube an Jesus und du wirst gerettet. Wenn wir den ersten Punkt davon ignorieren und Leuten nicht sagen, dass sie Sünde haben, wie sollen sie dann die zweiten beiden Punkte verstehen? Es funktioniert nicht. Die Tatsache, dass alle Menschen Sünder sind, ist ein Teil der guten Botschaft, die wir verkünden sollen. Das ist ein Teil der Botschaft, mit denen wir Menschen aufrufen sollen. Und wozu sollen wir sie aufrufen? Zur Buße, zur Umkehr von ihren Sünden und zum Glauben an Jesus Christus. Wenn wir Menschen nur sagen, glaube an Jesus Christus und das ist dann gut, dann versteht die Person nicht, was sie eigentlich davon hat, weil sie wahrscheinlich nicht verstanden hat, dass sie sündig ist und dass diese Sünde ein echtes Problem ist. Das heißt, unsere Reaktion auf Nichtchristen, genauso wie auf Christen, ist, wir sind in Liebe zu dieser Person. Alles, was wir tun, ist aus Liebe zu der Person. Wenn wir einer anderen Person das Evangelium verkünden, dann, weil wir sie lieben und wollen, dass sie zu Gott findet. Aber das Evangelium beinhaltet, Menschen zu zeigen, dass sie sündig sind. Und genauso wie wir nicht das Böse, was Christen tun, gut nennen können, können wir auch nicht das Böse, was Atheisten oder andere Nichtchristen tun, gut nennen. Das funktioniert nicht. Wehe uns, wenn wir Böses gut nennen, also Sünde ignorieren, oder Gutes böse nennen, also Sachen Sünde nennen, die keine sind. Und das gilt für andere Christen, genauso wie für andere Nichtchristen. Wir sehen also, wir müssen Urteile fällen in einer Situation, wo andere Menschen Sünde in ihrem Leben haben. Und wir tun das immer aus Liebe, immer um Beziehungen herzustellen, wir tun das immer, um Leute zu Gott zu bringen. Das müssen immer unsere Motive sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann greift Jakobus 4, 11 und 12, wo wir den anderen nicht lieben. Und dann greift diese Tatsache, dass wir gegen das Gesetz sprechen, wenn wir Urteile fällen. Aber gibt es noch andere Situationen, wo wir Urteile fällen müssen? Ich denke ja, aber noch in einer anderen Art und Weise. Und zwar, wenn wir uns fragen, ob eine Person ein guter Lehrer ist, müssen wir Urteile fällen. Über das, was die Person sagt, aber letztendlich in gewissem Maße auch über die Person selber. Wir sehen das viel im Judasbrief auf den Punkt gebracht, aber zum Beispiel auch im 2. Petrus 2, Verse 1 bis 3. Da steht, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die Verderbung bringende Parteiungen heimlich einführen werden, indem sie euch, den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Sie ziehen sich selbst schnelles Verderben zu. Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um deren Willen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten kaufen, denn das Gericht seit langem schon nicht verzögert und ihr Verderben schlummert nicht. Wir müssen bemerken, dass Leute falsche Propheten, falsche Lehrer sind. Und dafür müssen wir sie bewerten. Wir müssen bewerten, was unsere Lehrer uns sagen. Und übrigens, das trifft im Moment, wo du gerade das Video schaust, auf mich zu.
So, ich bin letztendlich gerade ein Lehrer, der dir Sachen erklärt und beibringt. Du musst dich fragen, ist das, was ich sage, richtig? Ist es biblisch oder nicht? Und wenn nicht, musst du ein Urteil über mich fällen und mich ignorieren. Und 2. Petrus ist nicht, genauso der Judasbrief ist nicht die einzige Stelle, wo das vorkommt. Nochmal auf den Punkt gebracht, das ist in Römer 16, 17 und 18. Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Zwistigkeiten und Anstöße zur Sünde anrichten, und wendet euch von ihnen ab. So, ich ermahne euch, Brüder, also Christen, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelehrt habt, Zwistigkeiten und Anstöße anrichten. Das heißt, erstmal müssen wir mitkriegen, diese Leute machen Sachen entgegen der biblischen Lehre. Wir müssen Acht haben auf diese Leute und dafür müssen wir ihre Lehre beurteilen und in einem gewissen Maße, sage ich mal, auch die Person. Und dann müssen wir uns von ihnen abwenden. Wendet euch von ihnen ab. Das heißt, das Urteil, sage ich mal, was wir in der Situation treffen, muss auch Konsequenzen haben. Wenn wir wissen, die Person ist ein falscher Lehrer, aber wir folgen ihr trotzdem nach, weil wir sie mögen, dann hat es nichts gebracht. Wir müssen falsche Lehrer mitbekommen, auf sie Acht haben. Wir müssen wissen, wer das ist. Und wir müssen sie ignorieren. Wendet euch von ihnen ab. Also wir müssen sie nicht für ihre falschen Lehre auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Bitte tut das nicht, das sagt die Bibel niemals. Wir müssen uns von ihnen abwenden. Wir müssen falsche Lehrer ignorieren. Auf der anderen Seite ist es auch notwendig, dass wir gegen falsche Lehre uns aussprechen. Also ich denke, wenn wir Einfluss auf andere Menschen haben und wissen, eine Person, die viel Einfluss auf diese Person hat, bringt falsche Lehre, dann denke ich, ist es richtig, erstens die falsche Lehre, also die Lehre an sich anzugreifen und gegen die Lehre zu reden. Aber ich denke, es ist auch in manchen Situationen notwendig zu sagen, diese Person lehrt falsche Dinge und ich empfehle euch, ignoriert sie. Ich denke, das ist eine weise Reaktion auf falsche Lehre. Und warum tun wir das? Warum weisen wir auf falsche Lehrer hin? Weil wir die Personen lieben, die von dem falschen Lehrer beeinflusst werden. Der einzige Grund, warum ich gegen falsche Lehre etwas sagen würde oder gegen falsche Lehrer etwas sagen würde, ist, weil die Leute Einfluss auf echte Menschen haben. Und ich diese Menschen, die beeinflusst werden, liebe. Und um diesen Menschen zu helfen, muss ich auf den falschen Lehrer hinweisen. Ich denke, das ist notwendig und das ist sehr biblisch. Also, wir haben jetzt einiges gesehen, aber wie soll ich mich denn jetzt verhalten? Was soll ich denn jetzt nun tun? In jeder Situation, die du hast, und jede Situation sieht anders aus und die richtige Reaktion sieht in jeder Situation anders aus. Aber ich denke, es gibt so ein paar Checklisten, die wir uns anschauen können. Was ist weise in der Situation? Was sollen wir gerade tun? Priorität Nummer 1. Liebe Gott in dem, was du tust. Und Gott zu lieben kann heißen, keiner falschen Lehre nachzulaufen und an Gottes Wort festzuhalten. Gott zu lieben kann bedeuten, dass wir uns in manchen Situationen in einer bestimmten Art und Weise nicht mit Sündern abgeben. Es kann heißen, dass wir andere Menschen auf ihre Sünde hinweisen, um Gott damit die Ehre zu geben. Wenn du in deiner Situation bist und dir mögliche Entscheidungen, sag mal, aufschreibst, alle Situationen, in denen du sagst, hier verhalte ich mich nicht so, wie die Bibel es mir vorlebt, oder hier liebe oder ehre ich Gott nicht, so wie ich könnte, kannst du die Reaktion wegstreichen. Diese Reaktion ist falsch, egal wie gut sie dir erscheint. Die nächste Frage ist, liebe deinen Nächsten. Die andere Person, um die es geht, denn das heute trifft immer auf zwischenmenschliche Personen zu, also ist immer eine andere Person involviert. Du musst diese Person lieben. Wenn das ein falscher Lehrer ist, der ein falsches Evangelium verkündet, musst du diese Person lieben. Wenn das ein anderer Christ ist, der am Samstag Gottesdienst feiern will, statt am Sonntag, musst du diese Person lieben. Jede Reaktion, die du haben könntest, in der du diese Person nicht liebst, kannst du rausstreichen. Diese Reaktion ist falsch. Und jetzt ist die Frage, wie sieht diese Liebe aus? Das ist letztendlich das, wo wir wirklich Weisheit brauchen. Denn das ist nicht einfach zu sagen. Und in verschiedenen Situationen kann das verschieden aussehen. Es ist wahre Liebe, jemanden auf seine Fehler, auf seine Sünde hinzuweisen.
Und in manchen Situationen ist es weise, Menschen auf ihre Fehler hinzuweisen. Und es liebt diese Person. Wenn wir Menschen nicht sagen, dass sie Sünde haben, dann, wenn sie es nicht mitkriegen, werden sie nicht von der Sünde umkehren. Und das ist schlecht für die Person. Wenn ich die Person liebe, weise ich sie auf ihre Sünde hin. Aber, Matthäus 7, kümmere dich zuerst um deine eigenen Probleme. So, wenn du weißt, ich würde einer Person etwas sagen, aber ich habe das selber noch gar nicht umgesetzt in meinem Leben, kümmere dich zuerst um deine eigenen Probleme. Rede niemals, niemals schlecht über andere und verurteile andere niemals in dem Sinne, dass du die anderen fertig machen willst. Das ist Jakobus 4. Es ist niemals die richtige Reaktion, schlecht über einen anderen Menschen zu reden. Es ist manchmal notwendig, Dinge zu der anderen Person zu sagen, die die andere Person nicht mag, aber schlecht über die Person zu reden, ist niemals richtig. Dann kannst du dich fragen, ist das eine Sache, wo wir verschiedene Christen sind und verschiedene Meinungen haben können? Ist es eine Sache, wo es einfach verschiedene christliche Meinungen geben kann, die alle okay sind, die alle mit der Bibel in Einklang sind, die alle in Ordnung sind? Ist es eine Sache von christlicher Freiheit? Dann greift Römer 14 und die Antwort ist, liebe deinen Nächsten und nimm hin, dass er eine andere Meinung hat als du. Die nächste Frage ist, ist es vielleicht eine Sache, die einmal passiert ist, die einfach klein ist, gering und wo es sich nicht wirklich lohnt, die anzusprechen? Vielleicht ist es wirklich ein Problem, das die andere Person hat. Vielleicht hat die andere Person wirklich gesündigt in einer Situation. Aber wenn es einmalig passiert ist, wenn es nicht wiederkehrt, wenn es eine kleine Sache ist, dann denke ich, greift Epheser 4, die ersten Verse. Und wir sollten einfach mit Liebe über Fehler hinwegsehen. Barmherzig sein und zulassen, dass andere Personen Fehler machen. Denn wir selber machen genauso Fehler und wir selber brauchen die Barmherzigkeit von anderen genauso, wie andere die von uns brauchen. Aber, und das ist auch ganz klar, es braucht echt Weisheit, was wir in diesen Situationen tun sollen. Es gibt keine Lösung für alle zwischenmenschlichen Probleme in einem Satz zusammengefasst. Und das gibt es auch nicht für Christen. Okay, Leben ist kompliziert, Menschen sind kompliziert, Situationen sind kompliziert. Und wir brauchen Weisheit. Und ich denke, in der Situation, wo du nicht weißt, was du tun sollst, bitte Gott um Weisheit. Und bitte ihn, dass er dir hilft, in der Situation das Richtige zu tun. Und genau das möchte ich jetzt auch noch für uns alle machen. Gott, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für den Jakobusbrief und ich danke dir für die ganzen anderen Stellen, die wir heute gesehen haben. Ich danke dir, dass du uns in diesen zwischenmenschlichen Problemen nicht alleine lässt und dass wir nicht auf uns alleine gestellt sind, um rauszufinden, was wir tun sollen, um dir zu gefallen. Und ich danke dir, dass wir wissen, wir sollen andere Menschen lieben und barmherzig sein in jeder Situation. Ich danke dir, dass du uns sagst, dass wir uns zuerst um den Balken in unserem eigenen Auge kümmern sollen, bevor wir dem anderen mit seinem Splitter helfen. Und ich danke dir auch um die klare Ansage, wehe uns, wenn wir Böses gut nennen und Gutes böse. Und ich danke dir für die klare Ansage, wenn jemand in dauerhafter Sünde lebt und nicht umkehren will, dass wir Konsequenzen ziehen müssen, um der Person zu helfen und in Liebe, aber dass wir Konsequenzen ziehen müssen. Und ich bitte dich, Gott, weil das Leben so kompliziert ist, dass du uns wirklich hilfst, in konkreten Situationen konkrete Entscheidungen zu treffen. Weil das Ganze nicht nur ein theologisches Konstrukt ist, was uns hilft, uns toll zu fühlen, weil wir Theologie verstanden haben, sondern weil es wirklich um Menschen geht und um echte Leben von echten Menschen. Bitte hilf uns, Entscheidungen zu treffen in Situationen, die schwierig sind. Hilf uns, Entscheidungen zu treffen, wenn wir nicht wissen, wie lieben wir diese Person gerade? Was ist das Beste, was ich für diese Person tun kann? Hilf uns, gute Entscheidungen zu treffen, Gott. Wir brauchen dich dafür. Und ich danke dir, dass du mit uns gehst und uns unterstützen wirst. Amen. Wenn du einen Tipp hast, wie andere das Thema von heute in ihrem Leben umsetzen können, dann schreib es doch gerne in die Kommentare. Oder wenn du eine Situation hast, in der du denkst, dass du eine gute Entscheidung getroffen hast, dann schreib doch die Situation in die Kommentare und hilf uns anderen, von deiner Lebensweise zu lernen. Wenn du mehr von diesen Videos sehen willst, die ich so mache, dann abonniere gerne den Kanal. Seid gesegnet und bis zum nächsten Mal.